happy to have now the pleasure to introduce our beloved rabbi to you. Ich schließe mich den Worten meines lieben Vorredners an. Es ist in der Tat erfreulich, dass Sie auch dieses Jahr in solch stattlicher Zahl der Einladung zu diesem Abend Folge geleistet haben. Gibt doch dieser Abend uns allen Gelegenheit, unserem Chor reich verdienten Dank zu zollen. Voriges Jahr nahmen wir Anlass, uns über die Stellung zu besprechen, die dem Chor in der Awarde unseres Beter Kneses eingeräumt ist und welche Aufgaben ihm zufallen. Heute Abend möchten wir in gedrängter Kürze der Frage nachgehen, warum besitzt unser Beter Kneses einen Chor? Und warum sollen wir ihn auch für die Folge uns sichern? Dass im Beter Mikdosh einmal Shiro eine große Rolle spielte, das natürlich steht außer Frage. Wir haben uns in anderer Richtung zu orientieren. Wir haben, und das ist gewiss keine unbedeutsame Frage, der wir nachzugehen haben. Wir haben unseren Chor aus Deutschland übernommen. Die größeren Gemeinden in Deutschland besaßen ihren Chor. Auch unser Chasonus, unsere Nigunim, sind die uns vertrauten. Die Gemeinden des Ostens hatten keinen Chor. Auch ihre Nigunim, ihr Chasonus, vielfach verschieden von den unsrigen. Wir dürfen uns deshalb nicht wundern, dass in Kreisen, die weniger auf den Chor als auf sogenannte Mischauerin eingestellt sind, und die auch in ihren Chasonus, in ihren Nigunim, vielfach von unserem Nigunim, unserem Chasonus unterschieden sind, dürfen wir uns daher nicht wundern, dass in diesen Kreisen unserem Chor und unseren Nigunim nicht ohne weiteres Sympathien entgegengebracht werden. Das ist nur natürlich. Denn es ist eine nicht zu leugnende Tatsache. So wahr es ist, dass die Gestaltung der Avaldo im Beter Kneses, unsere Tfille, durch die Talmud, Shulchan Aruch, niedergelesten gesetzlichen Bestimmungen in allen Gemeinden zu allen Zeiten grundsätzlich ihren gleichen Charakter bewahrt haben, ist doch gerade die Philo ein köstliches Gut, dem wir, wie vielleicht keinem anderen Moment, das innere Band zu danken haben, das durch alle die langen Jahrhunderte die zerstreuten Glieder unseres Volkes zusammenschloss. So wahr das alles ist, so kann doch nicht geleugnet werden, dass schon Minhogim in den verschiedenen Kehilos Differenzierung zur Folge gehabt haben. Das
Gleiche gilt auch vom Chasonus und ihren Niguni. Das sephardische Chasonus ist ganz andere als sogenannte Aschkenasische. Und im Aschkenasischen, dem ja auch das Polnische gehört, haben sich im Laufe der Zeiten nicht unerhebliche Differenzen herausgebildet. Es ist nicht richtig, den Vorwurf zu erheben, dass unsere Awardo und Besaknese das nötige Islavus, wie man es nennt, fehlt. Die Innigkeit, die Wärme des Gefühls, Äußerung des Gefühls sind bekanntlich stark bedingt durch Temperamente. Temperamente sind nun eben verschieden. Auch sind sie vielfach Sache des Geschmacks. Und über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Ebenso ist der Vorwurf unberechtigt. Der Synagogenchor stelle eine Neuerung dar und sei daher abzulehnen. Nun denn, mit demselben Grund hätte man ja auch die sogenannten Schaurerim ablehnen müssen, die ja auch erst in den letzten Jahrhunderten aufgekommen sind. Die Schaurerim, die als Singer, als Sänger, als Bass, daran erinnern ja die bekannten Familiennamen, dem Chazon in der Tefilo zur Seite standen. Halachisch gewiss nicht unbedenklich. Unser Chor greift bekanntlich in die Tefilo und wird ausschließlich geleitet durch den Schliach Tzibur, durch den Chazon. Wir aber haben uns bewusst zu sein. Nigunim, die sich einmal in eine Kehilo eingebürgert haben, verdienen denselben Respekt, mit dem eine Kehilo auch ihren Minhogim nachzukommen und sie zu pflegen verpflichtet ist. Eine gleiche Einstellung haben wir aber auch dem Synagogenchor in unserem Besaknesis entgegenzubringen. Wir aber wollen uns vielleicht in aller Kürze vergegenwärtigen, in welcher Zeit fiel die Einrichtung des Synagogenchors. Was hat unsere großen Führer in Deutschland bestimmt? Ihren Bote Knechias den Synagogenchor zu geben und ihm eine Stellung in der Erwartung des Besaknesis einzuräumen. Es war um die Wende 18. und 19. Jahrhunderts, Zeitalter bekanntlich der Französischen Revolution, mit ihren Nachwirkungen auf das gesamte Kulturleben in Westeuropa. Sie hatte mit gar vielen Vorurteilen, Missständen, unter denen die Menschengesellschaft litt, gründlich aufgeräumt. Das schlug auch für die Judenheit in Westeuropa, die so lange, lange aus der Kulturgemeinschaft ausgeschlossen war, die Stunde der Erlösung. Die Tore der Ghettos taten sich auf. Die Sonnenstrahlen eines jungen, neuen Morgens fielen in die mittelalterliche Nacht, in die Roheit, Unmenschlichkeit, Völkerwahn unser armes Volk lange Jahrhunderte hat verdämmern lassen. Emanzipation, das heißt Aufnahme
in die westeuropäische Kulturgemeinschaft. Und Gleichberechtigung, Anerkennung der Gleichstellung im bürgerlichen Leben für die Judenheit in dem Staat, in dem sie leben, das waren traumhaft hohe Ziele, die mit einem Male, wenn auch nicht gleich verwirklicht, aber in greifbare Nähe winken, um die der Kampf einsetzt. Darf man sich da wundern, dass gar viel durch die Sonnenstrahlen eines neuen Morgens geblendet waren. Möglichkeiten auf geistigem Leben, auf geistigem Gebiet, alles nachzuholen, was den Söhnen und Töchtern unseres Volkes so lange, lange vorenthalten, im wirtschaftlichen Leben, befreit von den Schranken der Ungerechtigkeit, zu Besitz und zu Genuss zu kommen, im gesellschaftlichen, bürgerlichen Leben, in geachteter Gleichstellung dazustehen, darf man sich wundern, viel so viel davon geradezu, von dieser Möglichkeit geradezu berauscht waren und ihnen das Judentum der Väter, das Judentum, das ihnen Väter und Mütter als gottgewollte Lebensbestimmung und Lebensaufgabe vererbt hatten, dass gar vielen dieses Judentum als ein unerträglicher Ballast erschien. Den abzuschütteln, nur der nötige Mut, die nötig gehörte. Es standen Männer auf, als Führer, die diesen Mut hatten, und ihrem Volke den Weg in die neue Zeit zu führen, gewillt waren. Auf breiter Linie war man sich in diesen Kreisen einig. Judentum muss reformiert werden, damit es vor dem Zeitgeist, so nannte man es, bestehen können. Und mit Hinblick auf die winkende Emanzipation, die Gleichstellung, müsste Judentum reformiert werden. Unter diesen Männern schieden sich freilich zunächst Radikale und Gemäßigte. Radikale waren entschlossen, vom Judentum nur so viel übrig zu lassen, als Zeitgeist bestehen könne. Schabbos ist ein Werkverbot, das jede Karriere unmöglich macht. Speisegesetze, die das Zusammenleben mit den Zeitgenossen verhinderte. Ja, sogar die Milo wurden, da erfand man ein wunderbares Wort, wurden als unwesentliche Zeremonialgesetze deklariert. Wesen des Judentums, da blieb nur übrig zunächst die moralischen, ethischen Forderungen, die von ihnen als Wesen des Judentums hingestellt wurden. Michel wurden begrüßt als Zeichen der zunehmenden Allverbrüderung und fanden priesterlichen Einsegnung. Dass so vom Judentum schließlich nicht übrig blieb und gar viele Söhne und Töchter, die sich von diesen Männern haben führen lassen, schließlich in der Taufe nur lautet doch das Kennzeichen, das charakteristische Wort, in der Taufe nur das gebotene Einlassbillett in die westeuropäische Kulturwelt erblickt. Das war der Weg, den diese Radikalen führten. Abfall vom Judentum. Die Gemäßigten
Dingen etwas vorsichtiger vor und waren mehr für Entwicklung, allmähliche Entwicklung. Handelt es sich doch darum, das Vertrauen der großen Massen zu gewinnen, die für einen solchen Radikalismus, wie ich ihn eben geschildert habe, zunächst nicht zu haben waren. Deshalb setzte ihre Reformbewegung und ihre Reformforderung ein auf ein Gebiet, das unleugbar Missstände aufwies. Und das der synagogale Gottesdienst. Die Synagoge sollte von dem üblen Beigeschmack, der dem Wort Judenschul innewohnt, befreit werden. Ordnung, Würde, Feierlichkeit, die zur Andacht lud, war zunächst das, was sie proklamierten. Einführung des Chors anstelle der früher erwähnten Beschauerin, Einführung der deutschen Predigt anstelle der sogenannten Droschaus. Dass dabei alsbald auch Teile des Philo daran glauben mussten, von diesem kaum und gar nicht zu reden, aber auch Bam Madlikin, Jukum Purkunz haben es ihnen vor allem angetan, aber auch sämtliche Piutin, das war aber nur der bescheidene Anfang. An deren Stelle traten deutsche Gebeten und Streichung sämtlicher Stellen aus den Gebeten, die der Sehnsucht nach Zion und Jerusalem, Moschiach und Geulo Ausdruck gaben. Das war geradezu vaterländische Pflicht. Es wäre schnöde Undankbarkeit, wollte man nicht in der Emanzipation auf das Ende des Golus erblicken. Das war gemäßigte Reform, dass sie die Massen allmählich reif machten für den Radikalismus, war nur eine Frage der Zeit, ein Prozess, der sich sehr, sehr schnell vollzog. Und so wäre die westeuropäische taurotreue Judenheit unfehlbar, rettungslos das Opfer dieses Zeitensturms geworden, wenn göttliche Vorsehung der Tora-treuen Judenheit nicht Männer beschieden hätte, die heroisch den Kampf aufnahmen mit diesen Mächten, die die Zeichen der Zeit so jämmerlich missverstanden, verkannten und sich als Verräter erwiesen an dem heiligsten Erbgut unseres Volkes. Wir haben hier in dem Augenblick nicht im Einzelnen zu zeigen, wie diesen von Gott gesandten Männern das Rettungswerk gelang und warum ihnen die Rettung der Tora-treuen Judenheit vor völligem Verfall beschieden war. Es genügt, wenn wir uns nur in aller Kürze sagen. Sie verstanden in ihren Gemeinden, wo es geboten war, schlossen sie Männer und Frauen, Söhne und Töchter zu Gemeinden zusammen, verstanden es mit der Helle ihres Geistes, mit der lodernden, heißen Glut ihrer Seele, verstanden sie es, ihnen unser göttliches Judentum mit einer ewigen, hehren Größe und Geschlossenheit zu künden, die das seinen Bekenner zur treuesten Erfüllung verpflichtet, weil es berufen ist, ihrem Leben das einzig mögliche Gepräge zu geben, die ihnen zeigten die Stellung, die das jüdische Volk als Gottesvolk im Kreise der großen Menschheit einzunehmen haben.
und ihnen die Aufgaben deuteten, die unserem Volke in Gonus erwachsen. Und dass Emanzipation, nimmer Emanzipation von Gottes Tauro, Emanzipation vom Judentum bedeutet, vielmehr Emanzipation nur eine neue, gottgewollte Prüfung darstellen, in der unser Volk zu zeigen haben, ob es reif sei, auch in glücklichen Zeiten Lebensbestimmung zu entspendeten Zeitumständen als ganze Juden zu bewähren. Und wenn diese großen Führer mit unverkennbaren Missständen in der Walbe des Beter Kneses aufräumten, Missstände, die vielfach geradezu im Gegensatz zu klar gesetzlichen Bestimmungen im Schulchan Aruch sich im Laufe der Zeit eingeschlichen haben, an die Philo rührten sie nicht. Auch nicht an die Piyutim, im Gegensatz zu Gemeinden des Ostens. Auch nicht an die Piyutim, wiewohl die Piyutim leider ein Großteil der Gemeindemitglieder nicht verständlich sind. Wohl aber gaben sie ihren Bote Knesios, den Synagogenchor, zur Erhöhung der Weihe. Und die Predigt kleideten sie in die gebotene, gefällige Form, aber erfüllt als lehrhafte Predigt, erfüllt von der großen Forderung, treueste Treue dem göttlichen Judentum und seinen Forderungen entgegenzubringen, Herzen und Gemüter für die Forderung des jüdischen Lebens zu erwärmen und zu stärken. Das alles aber, Chor, war nicht gedacht als Konzession, vielmehr, weil diese Einrichtung in keiner Weise den gesetzlichen Bestimmungen, wie sie im Schulchan Aruch niedergelegt sind, widersprachen, berufen waren, Reformbestrebungen den billigen Vorwand zu nehmen, ihnen den Wind aus den Segeln zu nehmen und so Respekt auch bei leider entfremdeten Kreisen abzuringen. Sich von unseren großen Führern, die Raunern wie Brocho, auch weiter führen zu lassen, waren die Wege, die sie gewiesen für Deutschland, Wege der Rettung. So sind sie in Amerika nicht weniger geboten. Hat doch in diesem gepriesenen Land der Freiheit die deutsche Reformbewegung einen leider nur zu fruchtbaren Boden gefunden. Was sie da finden in Amerika ist ja deutsch, deutschen Ursprungs. So finden sie hier die radikalste Reform. Und neben ihr eine gemäßigte, die aber vielleicht noch weit gefährlicher ist, die sich den Namen konservatives Judentum erinnernd an Konserven beigelegt kam. Unter solchen Umständen ist für uns und für unsere Kinder die Führung der unsterblich großen Zecher Tzadikim Livrocho eine Lebensnotwendigkeit. Die Einrichtung, die sie ihren Synagogen gegeben, die wurden in dem Geist, die wir uns vorhin kurz skizzierten,
von ihren Gemeinden aufgenommen und haben ihren Gemeinden das von diesen großen gegebene Gepräge verliehen. Wir hier brauchen die Weisung dieser unsterblich Großen und müssen glücklich sein, dass wir uns ihrer Führung anvertrauen dürfen. So haben wir unseren Synagogenchor und wollen ihn auch mit Gott für die Folge uns bewahren. Und aufrichtiger Dank gilt den Mitgliedern unseres Chors, seinen verdienten Dirigenten, gilt unserem Bali Tauro, gilt allen, die aus dem Sinn betorken, Cibo Bermuno, die da ganzer Hingabe sich dem Wohl und der Zukunft unserer Hall Adaste Schulung weihen.